Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von No Man's Sky Gemeinschaftsexpedition. Jo, und wir sind ja noch ganz am Anfang. Das sind, ich glaube, wir haben jetzt drei Folgen und sind noch in dieser ersten Phase, glaube ich, so heißen die Abschnitte, Phase und jeweils 8 Aufgaben. Da war jetzt ein recht ausführlicher Kommentar, vielen Dank dafür, dass das eben irgendwie 6 Phasen oder so sind und mit jeweils 8 Aufgaben. Und witzig oder für mich wichtig war dann, wenn man irgendwie die Aufgabe 2 gelöst hat, dann kriegt man irgendwie diesen Base-Computer als Belohnung. Und das ist ja eine Sache, die wir für eine der Aufgaben auch brauchen, ne? Also, vielen Dank dafür schon mal. Und ja, okay, wir sind hier auf der Raumstation. Da ist unser Schiff, Kralle des Todes. Und wir hatten ja das letzte Mal, in der letzten Folge, ziemliche Probleme, in diesen Frachter reinzukommen. Da war auch im Kommentar eine Bemerkung dazu. Also wir können jetzt zum einen mal austesten. Dein Hauptschiff. Okay, wir setzen uns jetzt mal ein bisschen von der Raumstation ab, damit wir da nicht irgendwie wieder versehentlich reinrutschen. Und gehen da mal rein und schauen mal, wie es hier ausschaut. Das ist okay. Den Hyperantrieb konnten wir jetzt aufladen. Das war super. Mit so einer Warp-Zelle. Und jetzt gehen wir mal in die Expeditions... Entschuldigung, Übersicht. Warpe zu einem neuen System. Prämie Basiscomputer. Ja, es ist wie immer, wer lesen kann, ist im Vorteil. Vorgepackte Teleporter-Empfängereinheit. Okay. Und da haben wir Prämie Dekoratives Basis. Das heißt, wir sollten jetzt tatsächlich mal zu Pilgern zu Fuß haben wir noch 2000. Das haben wir. Homecoming, errichte eine Basis. Also, insofern ist jetzt tatsächlich wahrscheinlich wichtig, dass wir mal warpen. Interstellar zu einem anderen Stern. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Und damit hätte man den zweiten Quest erschlagen und wir hätten auch einen Basiscomputer als Belohnung. Aber vorher will ich nur ganz kurz mal testen mit dem Scannen, weil da war auch irgendwie dieses Scanner und da hieß es mit dem Scanner, also hier in dem Quest, wenn wir nochmal in die Questseite gehen, Katalog und Anleitung, nee, das war das Protokoll, war's. Dann war hier die Erkundungsanleitung. Ne, das da 11 Reisende. 4, wo war das jetzt nochmal? Interstellar. Aktiviere Exo-Anzug-Upgrade-Karte. Erkundungsanleitung. Oshida-System. Scanne mit dem Analysevisier Tiere, Pflanzen und Mineralien und hier bla bla. Naja, gut, das. Jetzt finde ich irgendwie diese Ding vom letzten Mal nicht mehr. Im Weltraum verschollen. Da ist es. Auf dem verfallenen Frachter landen. Ich bin und so weiter. Und wenn wir hier oben. Ich bin auf einem gespenstischen bla bla bla. Der Konto sind immer noch aktiv und so weiter. Das Analysevisier und der Scanner sollten mir beim Navigieren behilflich sein. Okay, das heißt, wir müssen nochmal auf diesen Frachter irgendwie. Ich würde also da nochmal hinfliegen. Da war noch nämlich in der Nähe unseres Schiffes war ein Frachter, auf dem wir landen konnten. Ich gehe mal ein bisschen drüber, damit wir da tatsächlich ein bisschen mehr sehen. Da war nämlich einer der Frachter, auf einen dieser Dinger konnte man landen. Da war so ein Landepad aktiv.
und ich denke, es war dieser, der direkt daneben war. Und da bin ich ja schon mal auf dem Frachter rumgelaufen, auf dem wir landen konnten. Und möglicherweise brauchen wir dazu eben, das war glaube ich der hier war es. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da ist unser Frachter. Da ist jetzt, da tut sie jetzt gerade nichts mehr. Ah, der ist jetzt grün. Dein Hauptschiff. Also ich würde da mal vorsichtig vorbeifliegen, um nicht wieder da rein zu. Nee, ja, jetzt holt er uns rein. Okay, jetzt holt er uns rein. Das hat in der letzten Folge noch nicht geklappt. Irgendwie. Okay, gut. Puh, das ist also schon mal eine Geschichte, die wir jetzt hier haben. Okay, das ist also scheinbar unser Frachter hier. Nicht übel. Wir haben, damit können wir, wir haben erst 500.000 Units, also damit können wir noch keine Expedition zusammen kaufen. Noch nicht mal ein Schiff, geschweige denn mehrere, also so Fregatten. Okay, da ist unser Navigator. Super, da oben haben wir unseren Kommandanten, Lippet. Gut. Tja, dann schauen wir uns doch hier mal ganz kurz um auf dem Frachter. Was haben wir denn hier alles? Der ist noch ziemlich rudimentär, so wie es ausschaut. Ah, okay, wow. Wir haben hier schon ein bisschen... Wir haben hier schon ein paar Pflanzen. Die können wir nimmer, die haben wir schon auch. Was ist denn hier? Aquarium. Interessant. Aber das scheint nur eine Deko zu sein. Tatsächlich. Hier kann ich abernten. Oder nicht? Ja. Hier kann ich abernten. Da kann ich abernten. Dachte ich jedenfalls. Ja. Ich meine, es ist jetzt nicht viel, aber ein bisschen Kohlenstoff ist es auch und den können wir immer brauchen. Aber das scheint nur Deko zu sein im Moment. Jedenfalls sehe ich da nichts, was man damit machen kann. Ne? Ja, okay. Oh, da drüben ist noch mehr so ein Raum. Wow. Okay. Interessant. Können wir noch mehr Kohlenstoff? Hier können wir nichts sammeln. Auf der Seite geht scheinbar nichts. Okay. Da haben wir. Das können wir. Können wir, und dann können wir da ein bisschen rausschauen. Da sieht man die Flotte. Tolles Aussichtsfenster. Okay. Da war irgendwie jetzt eine Tür gerade aktiv, richtig? Na gut, hier können wir im Gang. Dann können wir hier. Da ist die Brücke. Da ist schon zu Ende. Das heißt, hier ein toller Aussichts, eine tolle Aussichtsplattform. Und hier haben wir die zwei... Dinger. Ja, also da ist natürlich noch nicht allzu viel da hier auf dem Frachter. Wir schauen mal, was wir hier bauen können. Wir können eine Tür bauen. Und wir können einen Korridor bauen. Wir können einen Flottenkommandoraum bauen. Das ist super. Wir können einen Handelsraum bauen. Das ist auch super. Da fehlen uns halt noch ein paar Speicherpunkte. Ein Speicherpunkt, wenn man seinen eigenen Fortschritt bauen kann. Okay, damit können wir wahrscheinlich immer speichern und sind nicht darauf angewiesen, dass das System uns ab und zu mal speichert, das Spiel. Ne? Und die tragbare Raffinerie, dann können wir hier eine Anbaukammer
Die könnten wir schon bauen. Oh, wir brauchen doch Fäzium dazu. Fäzium. Okay. Silbersauerstoff. Dann können wir hier einen Raffinerieraum bauen. Das ist super. Was ist hier? Lagerraum 0 können wir nicht bauen, weil es den schon gibt, oder wie? Oder? Doch, den könnten wir bauen. Den könnten wir bauen. Könnte man sogar hier ganz an der Brücke bauen. Gut, aber ich würde den jetzt noch gar nicht bauen, um nicht Ressourcen zu verbrauchen. Die Wasserstoff, Raffinerieraum, die Wasserstoff. Okay, und hier haben wir Lampen und Flagge, das ist auch okay. Die Anbaukammer könnten wir bauen, weil wir auch Fäzium schon haben. Flottenkommandoraum. Da brauchen wir noch Gold. Das können wir uns draußen im Asteroidengürtel, denke ich, beschaffen. Chromatisches Metall, denke ich auch. Könnten wir herstellen. Und einen Mikroprozessor auch. Handelsraum. Okay. Ups. Irgendwie benimmt sich mein Computer heute ein bisschen seltsam. Oder das Spiel. Ich weiß es nicht. Also gut. Wir haben hier also einen Frachter. Das ist schon mal super. Und wir können mal schauen, können wir hier irgendwas upgraden. Genau, da brauchen wir jetzt dieses übliche geborgene Fregattenmodul und Tritium. Nicht genügend Forschungseinheiten. Ja. Also gut, das ist mal das, was wir auf jeden Fall brauchen. Und hier haben wir den Forschungsstand. Da haben wir das da. Und Doppelanbaukammer. Das wäre es, was ich immer gerne hätte, weil wir dann entsprechend mehr Raum zur Verfügung haben. Ne? Aussehen, Modifikator, Teleporterkammer. Das wäre es, was ich gerne noch hätte. Dann brauchen wir auch ein geborgenes Fregattenmodul. Irgendwas ist jetzt gerade nicht so gut hier. Werden wir geschossen oder wie? Ja, scheinbar werden wir gerade geschossen. Nee, er schießt hier. Verteidigungsgeschütz. Verstärkt. Können wir da... Nee, das kann man nur beschießen. Das wollen wir natürlich nicht. Ein bisschen mysteriös, ja, was er da jetzt tut. Also er schießt auf irgendwas. Okay. Also, das ist ein bisschen nach wie vor mysteriös für mich, ehrlich gesagt. Ich habe diesen verlassenen Frachter auch noch nicht identifizieren können. Ist es der da drüben, der da so markiert ist? Vielleicht ist es der. Wir schauen mal. Da ist aber nichts, was... Da ist keine Landeplattform aktiv, wenn ich das richtig sehe. Nicht auf der anderen Seite irgendwie.
Es geht kein Funkspruch ein. Wir schauen mal unten rein, ob da was ist, aber da ist auch nichts. Können wir da reinfliegen? Ja, können wir auch reinfliegen. Interessant. DSV 8 Kitagawa Hauptschiff. Wie? Das ist auch mein Hauptschiff? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Jetzt bin ich gerade ein kleines bisschen verwirrt. So, da haben wir einen anderen Navigator. Da oben ist ein anderer Kapitän. Also wir reden jetzt mal mit dem Kapitän. Mal schauen, was der uns sagt. Freund, bla bla und so weiter. Ist okay. Ja, wir haben noch nicht allzu viel gelernt hier. Ein Hauch von angespannter und so weiter anbieten, dem Frachter zu kaufen. Den könnten wir kaufen. Ah, jetzt können wir vergleichen mit unserem bestehenden Frachter. Und wir brauchen 1,9 Millionen. Und die haben wir leider nicht, ne? Also da ist unser Kaukamega Kitagawa. Neuer Frachter, aktueller Frachter. Wir könnten das jetzt kaufen. Ja, der hätte natürlich eine deutlich höhere Reichweite. Die Warp-Effizienz ist gleich. Lagerfläche ist gleich. Flottenkoordination ist auch gleich. Aber der hätte eine deutlich größere Reichweite. Also der wäre die 1,9 Mille schon wert. Aber okay. Gut. Das ist also nicht unser Frachter. Aber wir könnten ihn kaufen, wenn wir wollten. Wollen wir jetzt nicht, oder sprich können wir jetzt auch nicht. Macht also keinen Sinn für uns. Weil mit 500.000 sind wir noch ein ganzes Stück weg von dem, um den kaufen zu können. Ne? So, also hier wieder raus. Das war also nicht der verlassene Frachter, den wir suchen. Und ich würde jetzt nochmal kurzen Blick zurückwerfen, ob ich da irgendwo einen sehe. Dein Hauptschiff. Okay, das ist der hier. Das sieht eigentlich ganz okay aus, ne? Ne, da drunten ist unser Hauptschiff. Und irgendwie war das eines dieser Schiffe hier, weil es war unmittelbar in der Nähe, sind wir ja drauf schon gelandet, ne? Aber der war es nicht. Der war es nicht. Da ist unser Frachter. Der feuert nur wild um sich. Und war das hier der... Also ich würde jetzt da auch nicht ewig Zeit verwenden wollen drauf, um das Rätsel zu lösen. Ja, das war... Genau, das war der Frachter. Okay. Eindringling. Okay. Sind bereit und sie können ausschwärmen. Jo, da waren wir. Also gut, salutieren. Gut. Und jetzt können wir hier aussteigen. Und jetzt müssen wir mal kurz nochmal checken, unseren Exo-Anzug. Weil wir können hier nichts installieren. Aber wir hatten da irgendwas zum Installieren. Was war denn das mit diesem Visier? Giftschutzmodul, Scannermodul. Für das Multiwerkzeug. Aber ja, das könnten wir sogar noch erweitern. Okay, dann sollten wir das doch mal einbauen, wenn das geht. Das tun wir da hin. Okay. Bewusste Visiere, Analysierer, Upgrade der A-Klasse. Scanradius und Mineralanalyse und so weiter. Okay, ja gut, das heißt, das haben wir schon
Hier können wir sogar noch mehr. Da fehlt uns aber der Kabelbaum. Und für den Blitzwerfer fehlt uns das da. Okay, den Blitzwerfer könnten wir also auch nachrüsten. Gut zu wissen. Aber das Visier ist das, was wir brauchen. Und wenn wir jetzt mal... Was war das andere Modul, das wir nachinstallieren können? Giftschutzmodul. Tja, das können wir im Anzug. Da oben. Okay. Da können wir sonst auch nichts mehr. Okay. Ja, sind bereits gebrauchsfertig und so weiter. Upgrade-Module fortfahren. So, und jetzt können wir hier scannen. Wir können mal scannen. Und wir können hier und vielleicht mit der 3 Standortdienst nicht verfügbar. Gut, also das sagt uns hier nichts. Da kriegen wir keine Informationen. Mit der 1 zurückschalten, kriegen wir da irgendwelche Informationen. Auch nicht wirklich. Das war jetzt nochmal eine Sache, die ich testen wollte. Wir haben ja hier schon den Frachter mal abgelaufen in der letzten Folge. Und meine Überlegung war, sagt uns da vielleicht dieses Visier irgendwas, also der Analysierer, der Scanner, sagt uns der irgendwas, wo wir hin müssen oder was wir tun müssen? Und ich vermute, das da drüben... Nee. Das da ist unser Hauptschiff, ne? Das ist unser Frachter. Nee. Das ist nur ein Frachter, das ist nicht unser Frachter. Irgendwo konnten wir auf die andere Seite wechseln. Da unten. Und dann sehen wir, glaube ich, unseren Frachter. Ja, da drüben ist unser Frachter. Da sehen wir jetzt unseren Frachter. Und können wir da... Der schießt nach wie vor irgendwie rum. Kann ich da irgendwas erkennen? Hm. Nee, also... Der schießt auf die... Auf Da ist irgendwie, das war auch die Bemerkung in den Kommentaren, dass da irgendwas gekapert ist. Gut, also ich muss sagen, ich finde jetzt mich da noch nicht wirklich zurecht. Also wenn ich hier das Visier aktiviere, Speichersignal, nicht auf diesem Planeten. Das ist also nicht auf dem Schiff. Dann sehe ich da jetzt nichts. Das war ja dieser Hinweis hier in, im hier. Das Analysevisier und der Scanner sollten mir beim Navigieren behilflich sein. Beim Navigieren. Computer des Schiffes sind immer noch aktiv. Ich bin sicher, dass jemand gutes Geld für die Informationen zahlen wird, die ich hier beschaffen kann. Okay. Also ich glaube, wir sind da auf der falschen Fährte, was das betrifft. Ich denke, wir müssen runter und wieder auf die andere Seite zu unserem Schiff. Und dann würde ich jetzt einfach mal warpen. weil dann haben wir auf jeden Fall mal die Aufgabe erledigt, dass wir ein anderes Sonnensystem erreichen. Und wir kriegen unseren Base-Computer und können unsere Base, können irgendwo eine Base bauen. Das ist schon mal, glaube ich, eine gute Sache. Damit haben wir zwei Aufgaben erledigt. Dann sehen wir weiter. Ich weiß nicht, was dieses letzte Ding war. Ich denke auch nicht, dass wir die unbedingt zwingend erfüllen müssen. Das ist ja nicht
Das ist ja nur so ein, ja, so ein Neben, Ding. Insofern, ja, schauen wir mal. Eindringling, Kapitän, willkommen. Also, dass ich da noch nicht viel mehr Optionen habe, zeigt mir, salutieren, weggehen, zeigt mir, dass wir da noch nicht wirklich an dem Punkt sind, wo wir hier irgendwas tun sollen. Das haben wir vielleicht einfach zu früh. Ja, da ist unser Frachter, der hier rumballert. Also ich setze mich jetzt mal ein bisschen ab von der Flotte. Und dann gehen wir mal in die Galaxiekarte. In die Galaxiekarte, zack, da gehen wir jetzt mal rein. Und wir müssen ja in ein anderes. Und also nochmal, Galaxiekarte ist immer eine Herausforderung, ne? Also mit der rechten Maustaste entkoppeln wir uns. Und jetzt können wir hier frei navigieren und können irgendwelche Sterne aktivieren. Und da sehen wir jetzt schon, ob wir dahin warpen können oder nicht. Ne? Da ist noch ein Gag-Symbol. 16 Lichtjahre, das ist nicht allzu weit. Also ich klicke jetzt hier, damit habe ich es aktiviert. Mit R kann ich jetzt mehr sehen. Wirtschaftsdaten nicht verfügbar. Ja, da haben wir noch nicht diesen Scanner. Da gibt es so einen speziellen Scanner fürs Schiff. Und dann könnten wir hier schon die Wirtschaftsdaten, die Konfliktdaten sehen. Tja. Aber ich würde sagen, wir warpen da mal hin. Zack. Und mit der linken Maustaste können wir dann in das anvisierte System warpen. Und wir haben ja nur 25% für unseren Warp-Antrieb. Das heißt, da können wir auch nicht so weit. So, okay, und da sind wir schon. Und wow. Und hier sind wir mitten in einem Asteroidenfeld gelandet. Meilenstein abgeschlossen, okay. Können wir den... Ja, die können wir schon zerlegen. Passt. Wir müssen da aufpassen, dass wir da kein Schiff anschießen. Dann sammeln wir doch mal ein bisschen Ressourcen, würde ich sagen. Wenn wir schon hier sind, dann sollten wir das auch ausnutzen. Und mal ein paar Ressourcen sammeln. Ich höre noch kein Schiff. Also hoffe ich, dass da noch keins unterwegs ist irgendwie. 7. Zu weit weg. Okay. Wir drehen mal ein bisschen. Da haben wir noch jede Menge. So. Obwohl manche so nahe aussehen, sind sie das nicht wirklich. Das ist ein bisschen irreführend manchmal. Da haben wir noch jede Menge Gold. Okay, da sind jetzt Frachter. Wir fliegen mal ein bisschen in die Richtung. Ah, jetzt höre ich Flieger. Jetzt höre ich die Schiffe. Da müssen wir jetzt aufpassen. Wenn uns da jetzt irgendwie Meilenstein, Sternenstaub, 40 Asteroiden abgebaut. Okay.
Ja. Okay, nettes Schiff anschießen. Ich wusste gar nicht, dass das ein Meilenstein ist. Okay. Okay. So, okay. Wir gehen mal kurz in die Übersichtskarte. Wir haben jetzt Interstellar, Belohnung abholen. Da ist unser Basiscomputer, Teleportempfängereinheit und so weiter. Okay, super. Das haben wir. Wir brauchen 30 chromatisches Metall. Okay. Und wir gehen nochmal rein. Ah, Sternenstaub. Das haben wir schon in der nächsten. In der Phase 1. Ah, wir müssen das nicht nacheinander abhampeln, sondern... Ah, hier. Letzte Phase. Phase 1. Okay. Wir müssen das gar nicht nacheinander abhampeln. Wir können das auch so. Ah. Neue Belohnung. Aktueller Fortschritt. Und dann können wir da zum Beispiel reinschauen. Treffen. Die Hügel heben. Erklimme einen Berg über mindestens und so weiter. Flaschenblitz. Sammle Sturmkristalle. Okay, verstanden. Hier kann man navigieren. Hier können wir navigieren. Hier sind wir in der 1. Okay. Homecoming. Errichte eine Base. Der Pilger. Und dann Treffen. Erreichen des Treffpunkts. Prämie. Puh, ja, aber wo ist der Treffpunkt? Okay. Ah, das kann ich hier aktivieren. Okay. Erreiche den ersten Treffpunkt. Wähle einen anderen Meilenstein auf Expedition aus. Mehr markierte Treffpunkte. Ein vorgeschlagener Pfad zum Treffen ist auf der Galaxiekarte markiert. Möglicherweise ist einer von ihnen. Ja, okay. Gut, verstanden. Verstanden. Okay, wir haben jetzt ein Basiscomputer-Ding. Das heißt, wir sollten jetzt hier mal nochmal ein paar Dinge abbauen. Ein paar Ressourcen sammeln. Das kann ja nicht schaden. Wir räumen hier mal die ganze Ecke um uns rum ein bisschen ab. Mal schauen, was da alles ist. Oh, da haben wir jede Menge, Planeten hier in der Ecke. Boah, da ist auch noch. Okay, so, wir scannen mal die Planeten, würde ich sagen. Da haben wir hier, da ist der Gamma-Wurzeln. Kupfer, Uran, Salz. Keine Wächteraktivität. Das heißt, das ist schon mal, ganz praktisch. Wir sind praktisch da. Das heißt, wir fliegen mal in Richtung Planet, nehmen noch mal ein paar von diesen Asteroiden mit. Und schon sind wir da. Also, ich würde sagen, wir schauen da mal runter. Uran klingt schon mal ganz gut. Uran klingt schon mal ganz gut. Ja, wir können da nochmal kurz Gummi geben. Zack. Suborbitalflug eingeleitet. Alles klar. Uran. Höchste Strahlungswerte. Okay, ja klar. Dazu, da war jetzt das Problem, haben wir hier in unserem Exo-Anzug Pilz gegen Gift und Gefahrschutz und Schildgitter. Okay.
okay, wir sollten unser Gesundheitssystem noch aufladen, bevor wir da loslegen. Und sind das hier schon Metalle, die wir da unten sehen, das Grüne, oder was ist das? Geben wir ein kleines bisschen Gas, um das zu beschleunigen. Ja, das ist schon irgendwas hier. Ich würde sagen, wir landen mal. Bevor wir da rein crashen. So, also da ist irgendwas. Da gibt es auch jede Menge Tiere. Okay. So, also wir sollten mal unser Gesundheitssystem aufladen, bevor wir da aussteigen. Können wir das? Ja, das können wir. Mit Sauerstoff. Und wir haben hier Gefahrschutz. Und wir haben Pilz, die Giftgeschichte. Wir haben keinen Strahlenschutz bisher. Wir haben keinen Strahlenschutz. Und wir haben auch kein Modul, gegen, wo wir den Strahlenschutz irgendwie nachrüsten können. Nee. Doch, hier haben wir was. Warten wir schnell. Teleportempfänger. Machen wir das doch mal. Das können wir ins Raumschiff einbauen. Und Daten zu ermöglichen. Können in Verbindung mit X-Anzug-Produkte und Substanzen über weitere Distanzen schicken und erhalten. Okay. Na gut, das ist doch eine super Sache. Das heißt, wir können im da Sachen hin und her transferieren. Ne? So, wir laden mal unser Werkzeug auf. Und das hier. Und gehen da mal raus, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, wie die Strahlenwerte da sind. Und wie schnell unser Ding da runter geht. Hier ist ein Tierchen. Das sind mehrere Tierchen. Ganz viele Tierchen. Da unten sind nochmal welche. Oh, hier wimmelt es ja richtig. Wow. Da, das haben wir auch nicht. Da ist nochmal ein Tier, das ich jetzt noch gar nicht sehen kann. Ja. Schon verstanden. Wir checken gleich mal, wie schnell. Ich will bloß nochmal sehen, ob ich da unten dieses Tierchen irgendwie kriege. Ja, das kriege ich. Okay. Wir schauen mal kurz in die Runde. Da haben wir noch so einen Flieger. Alles grün. Da oben haben wir noch was. Das hat nicht geklappt. Das hat leider nicht geklappt. Da ist er. Okay. Okay. Also die Tierchen haben wir alle. Und erstmal. Schauen mal, ob wir noch irgendwelche Pflanzen oder hier ist jede Menge los, also das kann man schon sagen. Hier ist jede Menge los. Ganz viele Mineralien, Tiere. Da ist also einiges geboten hier auf dem Planeten.
Das können wir schon sagen. Schubdidudidu. Den haben wir noch nicht. Also nur mal hier in die Runde gescannt, bringt uns schon jede Menge Kram, ne? Ja. Lauf. Ich tu dir nichts. Oh, eine Stampede. So, das haben wir alles. Das haben wir alles. Die Tierchen haben wir alle. Uranansammlung. Das ist ja schon mal ganz gut. Uran. 446. Aber dann war hier in der, um die Ecke noch was. Wir schauen mal ganz kurz. Check nochmal, ob ich jetzt irgendwo was übersehen habe. Da ist eine Grabbeere. Okay. Da unten ist eine Kupferansammlung. Aber hier war ja eigentlich, vergrabenes Technologiemodul, hier war ja eigentlich ganz in der Nähe eine Kupferansammlung, ist zu weit. Da hinten, Salzansammlung in 62. Ja. Das ist das, was ich suche. Botaniker, 26 neue Pflanzen entdeckt. Okay, passt. Da haben wir jetzt Salz. Das haben wir alles. Ich würde sagen, wir nehmen mal das Salz mit. Weil das können wir sicher irgendwann brauchen. Jetzt will ich nur schauen, dass wir da nicht unbedingt eins von diesen Tierchen erwischen. Weil nicht, dass die dann alle aggro werden auf uns. Das wäre nicht so gut. Das wäre nicht so gut. So. Ja, genau, den dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Den Strahlungsschutz. Wir checken das mal ganz kurz. Exo-Anzug. Ja, Natrium oder Ionenakku. Ich würde im Moment mal den da nehmen. Okay. So, das ist ein bisschen irreführend, weil hier alles so gelb ist. Da sieht man diese gelben Natriumblumen gar nicht. Oder schlechter. Okay. Aber das ist schon okay hier. Jetzt ist die Frage, Uran. Da unten ist eine Graubeere, sehe ich. Ist die Frage, ob wir die brauchen. 73. Ich denke mal, wir holen uns die. Ich denke, wir holen uns die mal kurz. Aber wir müssen eh nur ein bisschen rumlaufen, um unseren Meilenstein irgendwie zu erfüllen. Was 8000 Units laufen betrifft. So. Wir holen uns mal die hier. Okay. Dann, was ist das? Haben wir das schon gescannt? Ich glaube noch nicht. Doch, alte Knochen. Okay. Das haben wir noch nicht. Bodenverdichtung. Natrium. Ich denke, wir können das mal, wir können das tatsächlich mal minenlasern. Und schauen wir mal. Okay. Moment. Wir holen uns da mal Ferritstaub und Natrium. Natrium ist nie schlecht zu haben für unser System. Und dann würde ich sagen, mal ins Schiff zurück und ja, wir haben, und dann peilen wir mal die da oben, oh, da oben ist Gammagras, sehe ich, da oben ist Gammagras. Auch gut. Gut, so, sind wir hier. Und jetzt nochmal ganz kurz checken. Botaniker, Belohnung abholen, das ist super. 3 Knallfeuerwerk, Kate, Beutel, Schmutz. Interessant. 3 Knallfeuerwerk. Kehlbeutel ist eine Pflanze. Und Schmutz.
Okay. Sternenstaub, da können wir auch noch unsere Belohnung abholen. Notsignalscanner, überlegener Impulsantrieb-Upgrade. Okay. Da gehen wir doch gleich mal rein. Notsignalscanner, Impulsantriebmodul. S-Klasse, sehr gut. Das heißt, wir gehen da rein. Signal einstellen. Ah, nach einem Frachter suchen. Äußerst leistungsstarker Upgrade. Okay, wo können wir das upgraden? Im Raumschiff. Ich denke mal hier. Okay. Was ist das hier? Impulsantriebsmodul. Ach, das haben wir zweimal. Das haben wir zweimal. Da müssen wir das ein bisschen umsortieren hier. Und das nochmal hier machen. Und dann da. Okay, und dann würde ich sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt spannend. Wenn ihr, wie immer, wenn ihr das interessant findet, was wir hier tun, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu seid, ein Abo. Freut mich und hilft dem Kanal. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.